können wir quasi Hardy und Mr. Freeze weitermachen. Schön, Sie wieder hier zu haben. Dick, willst du was Unheimliches hören? Gleich. Ich wuchs und... Na, was treibt ihr hier so? Orphel cancelt irgendwas? Schreibt nicht wirklich viel. Oh, Jason bei Shop. Babs trinkt einen Kaffee. Keiner von euch will mit mir reden. Oh, cool. Der Forscher Dr. Victor Freeze, inzwischen als Superschurke Mr. Freeze bekannt, hat sich zu einem spektakulären nächtlichen Überfall auf Gotham's Star Labs bekannt. Laut Behörden hat Freeze sich mit den als Regulators bekannten Cyberkriminellen verschworen, um Geräte im Wert von mehreren tausend Dollar aus der hochsicheren Einrichtung zu stehlen. Beim Überfall wurden viele Mitarbeiter von Star Labs verletzt. Mehrere kamen ins Leben. Freeze und andere. So, wir sehen die Quad. Ne, die Regulators, die Quad Slips bewachen. So, jetzt haben wir das mal weg. Vermutlich sind da drinnen noch mehr. Es muss einen Weg reingehen. Auf jeden Fall. Wenn Sie mich sehen, geht es vielleicht übel aus. Ich frage mich, was Freeze gesucht hat. Freeze hat seine Maschine also hier gebaut? Cool, nicht wahr? Und wir können uns nehmen, was wir wollen? Yep. Das ist wie als wir den Transistor laden. Na, und bumm. Das soll dich abbringen!
war wohl nicht dein Tag. Ich höre ein Klopfen. Ist da jemand drin? Einer der Wissenschaftler. Er ist tot. Warum hat er nach der Konsole gegriffen? Was liegt da rum? Sag mal. Ach, da unten ist einer. Im Labor muss was Wichtiges gewesen sein. Dem Ausweis nach war das Dr. Theodore Upshott, Leiter der Kryogenforschung. Upshott. Ah, Plan, zerrissene. Zerstörter Plan für eine Maschine, die von Mr. Freeze und Wissenschaftlern des Quarz-Labors gebaut wurde. Es fehlen zu viele Teile, um sie zu analysieren. Victor hat trotz aller Gefahren getan, was er getan hat. Ich habe ihn nur unterstützt, aber meine Unterstützung war absolut. So sieht Schuld aus. Die von uns gebaute Maschine ist unsicher, ungetestet. Natürlich habe ich auf eine Sicherung bestanden. Einen Unterbrecher, falls Victor damit Gott spielen will. Der Unterbrecher hat Victor rasend gemacht. Er fragte, ob ich den Glauben verloren hätte. Ich habe ihn versteckt, statt ihn zu zerstören, weil ich ihn fast so sehr fürchte wie das geschaffene Potenzial. Wenn du das hörst, vergib mir. Bitte. Ich muss sein Büro finden. Nein. Also hat er eine Sicherung im Büro versteckt. Clever.
Oh Mann. Die Sicherung muss irgendwo hier drin sein. Ein doppelter Boden? Nett. Glockenturm, ich habe ein Gerät bei Quartz Labs gefunden. Es soll eine Maschine, unterbrechen, die Freeze hat bauen lassen. Ich bringe es mit. Gute Arbeit. Wir warten dann im Glockenturm. Na, das war ja... Mann, 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 Mann. Das hat länger gedauert als ich dachte. So, Mr. Freeze holte sich Hilfe von ein paar Wissenschaftlern von Quartz Labs, die nach Dienstschluss für ihn arbeiteten. Sie halfen ihm am Bau irgendeiner Waffe, die Chirurgie nutzte, das er gestohlen hat. Glücklicherweise hatte einer der Wissenschaftler Bedenken und baute eine Sicherung ein, mit der die Waffe gestoppt werden könnte. Dafür wurde er von Mr. Freeze getötet. Naja, wir haben den Unterbrecher beschafft, aber wir wissen nicht, was er aufhalten soll. So, Gotham City auf Eis. Der Bat-Computer hat in den Quartz Labs einen erheblichen Anstieg der Chirurgel-Werte registriert. Untersuche den Ort, um mehr zu erfahren. Rede mit Alfred. Der Forscher Dr. Victor Fries. So, neue E-Mails. Gotham Versicherungsnetzwerk. Angesichts der Bedrohung durch Superschurken, der Unfälle mit Rechern und anderer weltlicher Katastrophen, die zu der ohnehin schon unteren Liste potenzieller Gefahren wie Diebstahl, Überschwemmung und Brand hinzukommen, kann der Abschluss einer Versicherung in Gotham ein mühsames Unterfangen sein. Aber das muss es nicht. Das Gotham-Versicherungsnetzwerk ist ein Zusammenschluss von Versicherungsagenturen jeder Größe mit unterschiedlichen Schwerpunkten, deren Ziel es ist, Ihnen die Versicherungen, die Sie benötigen, zu einem Preis anzubieten, den Sie sich leisten können. Nutzen Sie unseren Worst-Case-Szenario-Rechner, um ein potenzielles Szenario zu erstellen und zu sehen, wie es sich auf Ihre Prämien auswirken würde. Agenturen, die vom Gotham-Versicherungsnetzwerk anerkannt sind, garantieren wettbewerbsfähige Beiträge, einen hilfsbereiten Kundendienst und vor allem ein sicheres Gefühl. E-Mail-Einstellungen aktualisieren, abbestellen. Und Sonja Branch, Geschäftsmöglichkeiten. Dick, ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen. Ich weiß, wie viel Bruce Ihnen bedeutet. Wenn Sie bereit sind, würde ich mich gerne mit Ihnen zum Mittagessen verabreden, um über mögliche Chancen zu sprechen. Ich habe gehört, dass Sie Wayne im Vorstand vertreten. Die Gotham Municipal Bank bemüht sich seit Jahren um das Ort von Wayne Enterprises. Aber der Vorstand war der Gotham City National Bank stets treu ergeben. Wir haben ein paar verlockende Angebote auf dem Tisch, wenn Sie interessiert sind. Nehmen Sie sich Zeit. Mit freundlichen Grüßen, Sonja Branch. Okay. So, wo ist denn Alfred? Mal kurz gucken hier. Gibt es hier was Neues? So, Alfie, altes Haus. Wo bist du denn? Die Mordkommission ermittelt nach der Ermordung zweier Wissenschaftler bei einem Raubüberfall auf die Quartz Labs. Bei dem nächsten Überfall auf die Chronogenik-Sparte der Einrichtung kamen zwei Quartz-Forscher ums Leben. Freunde als Dr. Theodore Upshot und Kaylin Lee identifizierten. Die beiden wurden vor kurzem von der Gotham Society für Alfred. Haben Sie in den Quartz Labs noch etwas zu Mr. Freeze gefunden? Dr. Kalte Schulter? Seine Handlanger haben für ihn Wissenschaftler erledigt, die ihm beim Bau einer Maschine geholfen haben. Als ich ankam, war sie schon weg, genauso wie weitere Ausrüstung. Aber ich habe eine Sicherung gefunden, die der Laborleiter Unterbrecher nannte. Wenn wir rausfinden könnten, was Freeze aus dem Labor gestohlen hat, wüssten wir, womit wir es zu tun haben. Hat der Wetterbericht was von einer Eiszeit gesagt? Achtung, extrem.
Es wurde innerhalb von Minuten 20 Grad kälter. Eine extreme Kaltfront? Das ist nicht möglich. Nicht ohne etwas Hilfe. Freeze. Freeze macht jetzt das Wetter? Freeze macht jetzt das Wetter. Der Sturm konzentriert sich um das Elliott Center. Wir müssen sofort dahin. Das Elliott Center ist vereist. Natürlich Freeze-Werk, aber auf der Spitze geht was Seltsames vor. Schau da mal vorbei. Alle Einheiten am Elliott Center. Luftunterstützung unterwegs. Feinde auf den oberen Etagen eröffnen das Feuer. Lufteinheit, sehen Sie mal nach. Ja. Das Freeze-EPD bewältigt das nicht allein. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. Stärker. Ich empfehle Ihnen, möglichst schnell einen Weg ins Elliott Center zu finden. Zum Glück hat das GCPD den Weg schon geräumt.
Turm? Eine Idee, was das war? Das Gebäude könnte wegen des Gewichts des Eises instabil werden. Ach, dumme Wettermaschine. Du hast bestimmt nicht viel Zeit. Scheiße, go! So, dann weiter nach oben, ne? Ja, weiter nach oben. Wird mir noch ewig nachhängen. Als Freeze hier war, fanden noch Touren statt. Er ist außer Kontrolle. Bleib außer Sichtweite. So, 10 Leute, okay.
Los, bring mir die Person! Wenn du die Treppe nehmen willst, dann mach ruhig. Los geht's. Wir führen hoffentlich zu Freeze. Also ich finde, die Kämpfe hier schon, das ist eine Nebenmission, ne? Richtig gut gemacht. Glockentor, was Neues? Zahllose Tote und die Temperatur fällt weiter. Keine Zeit zu verlieren. Die Schnieren zu wechseln sollen, ne? Gleich da. Das muss die Wettermaschine sein. Hoffentlich funktioniert der Unterbrecher. Vorsichtig, diese Maschine.